Oh, wow. Ein bisschen ein anderer Wispy Woods Kampf, würde ich sagen. So ein bisschen anderer Wispy Woods Kampf ist auch mal schön. Ein bisschen Abwechslung schadet nie. In der letzten Folge von Kirby und das magische Garn, im letzten Level von Stoffland, sind wir auf Space Cracko gestoßen. Ja, die Stoffland-Version vom Cracko, den wir alle kennen. Und am Ende haben wir nach 10.000 Mara-Leveln noch immer kein Ende in Sicht. Ja, moin. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Kirby und das magische Garn. Wir sind zurück in Dreamland. Und hier werden wir auch mal ganz viel Spaß haben, würde ich sagen. Und zwar das erste Level, Wispys Wald, steht an. Na, mal gucken, was hier abgeht. Ich sag's gerne nochmal dazu, ich bin wieder etwas erkältet, aber das erinnert mich nicht daran, Kirby und das magische Garn aufzunehmen, ja. Oh Gott, was ist das denn für eine Musik? Ja, lol. Das ist ja cool. Ach so. Oh cool, Alter. Ja, jetzt merkt man halt, dass man wieder in Dreamland ist. Das merkt man halt sowas von. Die bauen schon wieder komplett neue Spielmechaniken hier wieder ein. Es ist schon geil, muss ich sagen. Also, ich mag Kirby und das magische Garn einfach wirklich super gerne. Einfach, weil es was anderes ist. Es ist einfach was anderes, das kann man nicht leugnen. Und genau das finde ich so toll an dem Spiel. Ach, schön. Das ist einfach ein Remix der bekannten Kirby-Musik. Einfach ein Remix der bekannten Kirby-Musik, jawohl. Und du bist jetzt mal ganz schnell hier weg, ne? Also, bitte. Das geht ja mal so gar nicht. Hopsala. So, musste ich ganz kurz mein Mikrofon muten. I'm so sorry. Aber ich will ja nicht, dass man mich die ganze Zeit niesen hört. Ist ja auch ein bisschen unhöflich. Ja. So sieht's aus. Ich bin ganz ein höflicher. Ja, ein höflicher. Ich glaube auch, dass ich höflich bin. Ein höflicher. Ey, die Musik, die ist super. Ey. Die verbreitet einfach schon wieder so viel gute Laune. Das ist wirklich der Hammer. So, und hier bekommt man schon wieder... Die bauen hier schon wieder so viele neue Mechaniken ein. Das ist sowas von krank. Wie viele neue Mechaniken hier wieder eingebaut werden. Wispy Woods, perfekte Nachbildung von Wispy Woods. Ein großer Baum fürs Wohnzimmer. Ja, nice, Alter. Ein schöner Dekobaum fürs Wohnzimmer ist doch immer was Schönes. Oh, hi, Wispy. Wie geht's dir? Oh, nein, das wollte ich nicht. Wispy! Wispy! Das wollte ich echt nicht. Oh, Mann, oh. Oh, dieser arme Wispy Woods. Immer ist er am Mobbing werden. Tun. Genau, das war Deutsch. Haha. Ja. Gut. Haben wir das auch geklärt? Ist hier irgendwo ein Schatz? Nee, aber das 3-Sterne-Dingsbums ist hier auf jeden Fall. Jawoll. Und nach oben. Jawoll. Jetzt, wo geht's hin? Zu einem weiteren Schatz, eventuell? Ja, sieht vielversprechend aus, auf jeden Fall. Sieht vielversprechend aus. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie diese Musik ist einfach... Die ist so super. Sie hört sich halt irgendwie so komisch an, aber sie ist einfach so super gleichzeitig. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung warum, ich kann es euch nicht sagen. Was haltet ihr von der Musik? Also ich finde die super. Apfeltisch, dieser Tisch duftet nach Äpfeln. Hoffentlich bist du nicht allergisch. Ja, das hoffe ich doch. Wer gegen Äpfel allergisch ist, der hat echt, ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Der tut mir echt leid. Aber man kann sich ja nicht aussuchen, wogegen man allergisch ist, du Arsch. Du arschiger Arsch. Du arschiges Arschdingsbums. Hey, Freundchen. Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott. Kann ich dich... Oh mein Gott. Ich habe gerade ernsthaft... Oh, wieso sind die Dinge so sweet? Da tut es mir schon fast leid, dass ich denen weh tue. Oh Mann. Hey, dieses Game. Jetzt in der letzten Welt packen sie nochmal wirklich die harten Geschütze aus. Ja, das war nicht ganz so schlau, aber ich habe immerhin einen Stern wieder zurückbekommen. Das war's wert, oder?
Er hat was wert. Hallöchen, Herr Waddleloo. Aber wie man sieht, der gute Grimgarn hat hier tatsächlich schon alles in Garn verwandelt. Das ist natürlich schon dramatisch, muss man dazu sagen. Meine Nase bringt mich auch irgendwann noch um, ich sag's euch. So, warte mal. Wir wollen alle Perlen einsammeln. Ich weiß natürlich nicht, wie großzügig sie hier mit den Perlen sind. Also, ja, versuche ich einfach alles einzusammeln. Bevor ich das Level dann halt nochmal spielen muss, um es auf Gold zu bekommen, lasse ich mir jetzt lieber ein bisschen mehr Zeit. Ja, ist natürlich kacke für euch, aber sorry. Aber dann haben wir immerhin mehr von der tollen Musik hier und wir haben das 5-Sterne-Badge. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass wir jetzt schon das 5-Sterne-Badge haben, weil so viele Juwelen haben wir noch nicht. Und 5-Sterne-Badge heißt normalerweise immer, ja, Ziel ist fast in Reichweite, so. Ne? Oh, wieder voll gegen den Fuß, oh Mann. Du tust mir so leid. Der arme Bär. Oder was es auch immer ist. Ja. Einfach hier rüber. Zack, dann geht das schon. Was passiert hier? Hä? Ach so. Natürlich. Selbstverständlich. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ah. Ja, so kommt man natürlich nochmal zusätzlich an Perlen hier. Gegen Ende des Levels. Und man sollte sich natürlich auch nicht von den Stachelfiechern treffen lassen. Ich sollte wirklich aufpassen, ne? Und holy moly. Wir haben schon fast Gold. Also läuft doch ganz gut. Ja, zum Schluss haben sie jetzt nochmal ein paar Juwelen rausgehauen. Ich sag immer Juwelen, ne? Es sind ja eigentlich Perlen. Es sind ja eigentlich Perlen. Aber ist ja auch egal, es juckt ja eh keinen. Oh lol, da ist ein Stern. Aber davor holen wir uns hier den Stern. Und dann haben wir schon fast Gold. Oh nein! Ah ne, passt schon. Ich kann da durchgreifen. Boah, ich dachte jetzt schon. Oh Gott, die despawnen ja. Oh, als ob die despawnen. Und es wäre nicht schlau gewesen, beide zu zerstören, weil dann wären wir nicht rangekommen. Ich habe instinktiv etwas richtig gemacht, Freunde. Ich habe instinktiv etwas richtig gemacht. So etwas aber auch. Dass ich auch mal Sachen richtig machen kann, das wundert mich ja. Zack. Machen wir es so. Alles einsammeln, was nur geht, ne, Freunde? Kennt euch alle aus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht schon was verpasst habe. Bin ich mir unsicher. Oder ob das der reguläre Weg ist oder nicht. Ich habe leider keinen Plan. Aber der braucht tatsächlich zwei Hits, der Dude. Okay. Oh oh, da oben sind Wispies. Hi. Hi. Hi, hi, hi. I'm sorry, my guy. Bam, 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 bam. Okay, ab nach oben mit dir, Wispy. Tut mir leid, dass ich dir da ein bisschen wehtun muss immer. Aber sowas passiert halt mal, ne? So. Wo kommen wir hier hin? Ich hoffe noch zur Musik-CD. Oh ja, sieht so aus. Oh, schon wieder Robo-Kirby. Okay, Robo-Kirby ist wieder am Start. Also dann hoffe ich einfach mal, dass wir hier die Musik-CD noch bekommen. Oder ich habe sie übersehen, was nicht so geil wäre. Und ich sollte auch versuchen, hier mal ein bisschen aufzupassen. Oh lol, hi. Wow, der braucht auch hier zwei Hits mit den fetten Raketen. Ja, mit dem ist nicht zu spaßen, mit dem kleinen Bären. Wispy? Nee, doch nicht. Kein Wispy. Nur ein Affe, der mit Äpfeln wirft. Nur ein Affe, der mit Äpfeln wirft. Und was sind... What the fuck? Okay. Das ist ja mal weird. Sehr weird. Oh, 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 oh. Lol. Als ob. Ja, moin. So, Kampf gegen Wispy Woods, Freunde. Oder? Kampf gegen Wispy Woods dürfte bald anstehen. Vermute ich jetzt einfach mal. Hi. Du kommst mir hier nicht in die Quere, mein Freund. Oh, abgehoben, Freunde. So wie im vorletzten Part. Ja, richtig abgehoben, dieser Kirby. Okay. Alles gut. Und hier sollten wir einmal kurz so eine Stampfattacke setzen, damit wir an diesen Stern rankommen.
Und hier könnte natürlich irgendwo die Musik-CD sein. Deshalb passe ich da mal ein bisschen auf, ob hier nicht irgendwo die Musik-CD ist. Oder ob wir sie halt schon vergessen haben irgendwo. Kann natürlich auch gut sein, dass ich sie irgendwo vergessen habe. Ich will es nicht ausschließen. Hier drüben, nee, hier drüben nicht. Ja, ich meine, hier könnte es ja auch irgendwo sein. Nee, aber hier ist erstmal Wispy. Hey Wispy, was geht? Oh, wow, ein bisschen ein anderer Wispy Woods Kampf, würde ich sagen. So ein bisschen anderer Wispy Woods Kampf ist auch mal schön. Ein bisschen Abwechslung schadet nie. Oh, da haben wir ihn. Sorry, Wispy. Sorry, sorry, sorry. Big sorry. Aber ich glaube, wir haben die Musik-CD nicht. Ja, wir haben tatsächlich die Musik-CD nicht. Ja, lecko mio. Ah, das gefällt mir gar nicht, dass wir die Musik-CD nicht haben. Das gefällt mir gar nicht. Ich habe tatsächlich eine Vermutung, wo sie sein könnte. Wow, was war das? Ich habe eine Vermutung, wo sie sein könnte. Naja. Bitter, bitter, bitter. Aber okay. Okay. Kannst nichts machen. Ist okay. So. Musik-CD und eine Handkurbel als Flicken. Und natürlich hat sie auch einen neuen Level. Und auch er hat einen neuen Level. Ja. Läuft, würde ich mal sagen. Was machen wir denn mit der Kurbel, wenn ich fragen darf? Okay, ein Waddle Dee setzt hier eine Kurbel ein und kurbelt das Level. Okay. Ich hinterfrage es einfach mal nicht. Alles klar, Türme des Sturms. Interessant. Ja, ich glaube, die Musik-CD ist genau da, wo ich vermutet habe. Diese Tür habe ich vorher wirklich gekonnt ignoriert. Wow. Keine Ahnung, die habe ich irgendwie komplett aus meinem Sichtfeld gelöscht. Warum auch immer. Aber ja, man sieht ja, dass da drüben die Musik-CD ist. Und hier erwartet uns jetzt nochmal so ein kleines Rätsel. Ja, moin. Aber zum Glück müssen wir die Goldmedaille nicht mehr sammeln. Von daher ist alles gut. Frühlingswiesenmusik. Ja, nice. Und da stand sogar dabei, dass das die Musik aus den früheren Kirby-Spielen ist. Nice. Und damit haben wir Wispys Wald jetzt komplett abgeschlossen und können uns dem Level Türme des Sturms widmen. Mal gucken, was in diesem Level abgeht. Hört sich für mich ein bisschen nach Krecko an, wenn ihr mich fragt. Ich meine, es ist ja außer Frage stehend, dass Krecko hier nochmal vorkommen wird. Weil sie werden hier nochmal alle bekannten Bosse recyceln. Und das letzte Mal war ja nicht der normale Krecko, sondern irgendein anderer Typ, so ein Dark Krecko oder so. Ne, nee, als ich nachgeguckt habe im Internet, Space Krecko. Space Krecko hieß der Gute. Das war nicht der normale. Und Türme des Sturms hört sich für mich ein bisschen nach einem Bosskampf gegen Krecko an. Hier in dem Level. Mal gucken, ob ich recht behalte. Wir werden es herausfinden. Joa. So, ja, die Türme des Sturms sind natürlich ätzend. Also, ne, weil wir hier auf einmal die ganze Zeit solche geilen Winde haben. Und, okay, mit diesen Türen wird anscheinend in der gesamten Welt hier gearbeitet. Sehr interessant, dass hier mit diesen neuen Türen in der gesamten Welt gearbeitet wird. Toll. Toll, toll, toll. Sehr toll. Muss ich schon dazu sagen. So, und hier ist der erste Schatz. Und zwar, Bücherregal. In diesem Regal kannst du deine Bücher übersichtlich anordnen. Ja, ach was, echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das ist ja auch der Sinn des Bücherregals. Oh, warte. Da oben ist ein Sternchen. Oh mein Gott. Okay. Warte, 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 warte. Zack, Türme des Sturms. Gebt mir meinen Stern hier. Jawohl, danke euch. Liebe Türme des Sturms, ihr seid die Besten. What the fuck? Okay. So, hier... Achso, diese Flagge, auf die können wir auch draufsteppen. Auf die können wir auch draufsteppen, wie es aussieht. Hui. Hallöchen, mein Freund. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich bin Arzt. Oder sowas. Au, ich hab gesagt, ich bin Arzt. Ja, das war's wert. Voll. Nicht.
Ja, einen Stern haben wir damit auf jeden Fall verloren. Jo, nice, Freunde. Einen Stern haben wir verloren. Geilo. Sauber. Ich bin der beste Kirby-Epic-Jahn-Spieler der Welt. Subidubi. Diese Kanone können wir aber nicht zufällig zerstören, oder? Ich vermute einfach mal nicht. So, jawoll. Wunderschön. Stampfattacke hilft ja auch nichts. Nee. Okay. Schade. Schade, hab ich gesagt. Passe mal auf hier. Ah, jetzt aber. Haha. Easy. Gar kein Thema. Ah, warte mal. Warte, warte, warte. Ja, 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 jetzt warte mal hier. Halt, halt, stopp. Halt, stopp. Ja, genau so und nicht anders. Und da drüben sieht es mir tatsächlich so aus, als, als würde es hier was Tolles geben für mich, ne? Mein Freund. Mein lieber Freund hier. Jetzt warte mal. Ich würde gerne in die Richtung da drüben. Da. Nee, da. Da. Ja. So, zack. Und hier könnte nochmal ein schöner Schatz für uns sein. Ja, wenn wir Glück haben. Hallo, wie geht es dir? Ah ja, nee, der 5-Sterne-Badge ist tatsächlich hier. Oh oh. The hell? The hell? Wieso fallen die so langsam runter? Okay. Oh mein Gott. Wow. Okay. Oh, das war nicht nur der 5-Sterne-Badge, sondern tatsächlich auch ein weiterer Schatz. Okay, gefällt mir schon besser. Jawohl. Und jetzt gib her. Boah, Pfannkuchen, Alter. Wie diese Pfannkuchen gestapelt sind. Sieht lecker aus und etwas wackelig. Egal, Alter. Das sieht super geil aus. Okay. Ab in die Tür und wieder nach drüben. Und jetzt gehen wir wieder nach oben. Denn da drüben war auch so eine Leiter irgendwo. Vorher. Hier oben so. Ja, Tatsache. Hier oben war so eine Leiter. Da müssen wir uns irgendwie rüber segeln lassen. Ich schätze mal von hier oder so. Ja, von hier könnte sich das ausgehen. Wartet. Lasst uns hier rüber segeln. Ja, sehr schön. Zack und hoch. War das jetzt wirklich nur ein Stern wert? Hey, komm, das war doch ein super Versteck für ein, ja, keine Ahnung was. Kirby. Oh, lol, Kirby hat's geschafft. Boah, was ein Skiller. Ja, moin. Was ein Skiller. Ich scheiße einfach mal auf den 3-Sterne-Badge. Oh mein Gott. Das war nicht so sick. Oh. Oh, 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 oh. Ah, hier geht's nach oben. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Hier geht der Wind nach oben. Ja, jetzt erklärt es natürlich auch, warum wir da gerade volle Kanne reingesegelt sind. Das erklärt natürlich so einiges. So, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh oh, bitte lass mich in Ruhe, mein Freund. Bitte lass mich in Ruhe. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ja, explodier bitte einfach. Da wäre ich dir sehr dankbar. So, komm, ab nach oben. Kirby kann das ja mitnehmen. Zack, wunderschön. Gefällt mir aber noch nicht so ganz. Das war echt blöd. Ich weiß doch, dass man die Dinge nicht nehmen kann. Warum mache ich es dann? Ah, ist doch blöd. Ich bin so blöd. Okay, nochmal nach oben. Ui. Ah, früh genug stoppen, sonst wären wir voll in die Stacheln rein. Alles gut, alles gut. So, gebt mal die Bomben her, meine Freunde. Zack. Komm schon. Ihr müsst down gehen, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Wo geht's hier hin? Zu einem tollen Schatz, hoffe ich mal. Ja, so sieht's auch aus. Hier geht's zu einem Schatz. Oh, 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 oh. Musik-CD? Ja. Yeah. Buttertürmchen. Diese aus der Kirby-Spiele-Serie bekannte Musik läuft in den Türmen des Sturms. Okay, ach so. Hier in Dreamland läuft generell nur Musik, die bekannt ist im Kirby-Franchise. Ach so. Okay. Es ist ja auch interessant. Aber generell, die Türme des Sturms sind ja auch schon wieder eine neue Mechanik, wenn man das so sieht, ne? Ist eigentlich auch wieder eine komplett neue Mechanik hier. Es ist schon krass, dass die sich einfach für die letzte Welt nochmal so viel Neues einfallen lassen haben. Finde ich tatsächlich sehr krass. So, komm, gib mir die 5 Sterne. Nicht rüber. Oh, aber ich meine, wir hatten eh die Goldmedaille, von daher alles super. Ja. Alles super.
und hier irgend so ein Windrad bekommen wir als nächstes. Oder eine Turbine. Oder keine Ahnung, was das sein soll. Frag mich nicht. Ein Rotorblatt. Ihr habt keinen Plan. Aber tatsächlich gab es keinen Bosskampf gegen Krakow, entgegen meiner Erwartung. Hätte gut gepasst, aber anscheinend nicht. Na gut, und die haben auch schon wieder neue Level am Start. Okay. Okay. Gut, dann schmeißen wir hier mal dieses Windrad oder was das auch immer ist dahin. Es ist ein Propeller. Dann ist da ein Bosskampf gegen Krakow. Wolkenpalast. Ja, das schreit nach Krakow. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.